So, ihr kleinen Räuber, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Und wir sind hier ja wieder in der Festung, haben wir letztes Mal das Ogre hier eingesammelt und müssen jetzt hier wieder runter. Also ein Stück zurück, weil da ging es dann weiter. Wir haben es ja beim letzten Mal ziemlich verkeikt vor allem. Und mein Headset ist ein bisschen zu laut, ich muss mal wieder justieren. So, alles klar. So, dann wollen wir mal hier gucken, wie es hier weitergeht. Eingesammelt habe ich hier natürlich noch, also die Kisten leer gemacht, weil das wollte ich jetzt ersparen, das soll ich nochmal angucken zu müssen, wie ich hier hin und her sortieren oder irgendwie mein Inventar versucht zu leer zu kriegen. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall bereit für diesen lustigen Kampf hier vorne. Und wir müssen erstmal hier gucken, wie haben wir das beim letzten Mal gemacht, dass da so viele kamen. Ich glaube, wir haben uns einfach nur hingestellt, ne? Und dann kamen da schon die 500 Millionen. Nee, die stehen hier so rum, die Orks. Aber stand nicht hier oben auch einer? Da ist er schon. So, das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die hier ankommen. Aber irgendwie auch nicht, weil da ja noch ein Ogre dabei ist. Und fuck, wir haben das beim letzten Mal angefangen. Auf jeden Fall machen wir erstmal das. Und was machst du denn mal ein Tier hin? Also erstmal so ein bisschen Vorbereitung. Nö, ist ja ganz klar. So, dann haben wir noch ein Wildschwein. Haben wir noch... Konstitution. Können wir mal hier auf ihn hauen? Er hat zwar schon eine Fähigkeit. Ja, das habe ich eben halt, wie gesagt, ne, und so. So, da kriegt er mal Konstitution und sie auch. Mal sehen, ob das klappt. Ja, sie hat den neuen Schild, genau. Alles halt wie beim alten. Ich habe das im Prinzip nochmal genauso wiederholt. So, hätten wir das. Okay, probieren wir es mal mit der 5 und dann mal los. Da geht es nämlich schon los hier. Toll. Also wir müssen erstmal irgendwie dafür sorgen, dass die ganzen Orks hier sterben, bevor wir uns um den Ogre kümmern können. Das heißt, dann macht er mal hier. Irgendwie, ja, da ist er schon, ne? Herz allerliebst. Und die rennen alle weg, ist ja sehr schön. Und soll ich das gern? Könnt ruhig so weitermachen. So, damit haben wir den ersten schon mal erledigt. Ja, ne? Das kann ruhig so bleiben. Bleibt ruhig da hinten, da habe ich kein Problem mit. Was geht denn? Okay, scheint so, als ob die gegeneinander kämpfen. Finde ich gut. So, dann fangen wir einfach mal mit ihm hier an. So. Das ist natürlich auch praktisch. So, halt, Pause. Komm zurück. Ich versuche mein Bestes. Ah, doch, jetzt kommen sie. Na, so ein Mist aber auch. Oh, und da ist ja noch einer. Achso, das ist der von oben. Das heißt, wir haben jetzt nur noch zwei Hunde, zwei Orks und einen Ogre. Okay, das krieg ich mal hin, 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 das krieg ich mal hin. Also, du fängst erstmal an hier. Um die Hunde müssen wir uns erstmal fix kümmern. Uah, gib mir mal sie. Du kümmerst dich mal mit dem D-Hund. Wir müssen uns jetzt ehrlich beeilen, diese Viecher platt zu machen. Halt, Pause. Du... machst hier mal den Hundeführer. Genau, da muss ich mich auch sterben. So. Einer nach dem anderen. Schneller. Vorgrim. Er hat noch mit dem zu tun, sie hat auch noch mit dem zu tun. Dann beeilt euch mal bitte. Die zwei kümmern sich ja um den da, ne? Verdammt, verdammt, beacht hinne! So, okay, da ist dein Hund tot. Ich versuch mein Bestes. Okay, dann versuchen wir mal noch fix den da zu machen. Du kümmerst hier noch mit dem den. Hilf mal Vorgrim kurz. Also erst müssen echt alle Volltrottel hier weg. Oh, da ist ja noch einer frisch. Kümmere ich mal fix mit dem den. Ey, die müssen so schnell wie möglich verschwinden. Weil der Bogenschütze, der macht irgendwie so viel Schaden. Unfassbar. Gut, da sind die zwei Orks schon tot. Na, läuft doch ganz gut soweit. Also, oh. Haben wir noch? Haben wir nicht. Gut. Jetzt haben wir nur noch diesen jenen. Oh, nein, 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 nein. Du sollst ihn hier machen. Du kämpfst auch mal gegen ihn. Vorgrim. Überlapp. So, wir müssen erstmal fix noch den hier platt machen. Und du kümmerst dich dann schon mal. Na ja, komm. Schlag halt mal drauf. Kann ja nicht schaden. Ja, sag ich doch. Kann ja nicht schaden, ne? Mhm. Wortwörtlich. Komm, jetzt mach dir doch mal kalt hier. Ist ja nur ein mickriger Ork. Dankeschön. So, jetzt dürfen wir alle auf den Ogre hauen. Viel Spaß dabei. So. Ach, du spielst schon nicht so lange tot. Sehr schön. Na, dann wollen wir mal. So, du machst dann auch nochmal sowas.
Na, da bin ich mal gespannt. Das geht bestimmt in die Hose. 12 Schaden. Frau Grimm, wie wär's, wenn du mal da sagst, da, ne? So. Das ist nämlich der Einzige, der ein bisschen angeschlagen ist momentan. Noch. Na toll. Hat er jetzt den Trank getrunken? Ja, hat er gut. Mach mal hier. Du mach mal da. So. Dann steht er wieder auf. Jetzt. Wunderbar. So, jetzt mache ich mal Zünden und so. Oh, der verliert schon ein bisschen. Ja, 180. Naja. Kann auf jeden Fall nur eine Weile dauern. Aber wir haben es auf jeden Fall richtig gemacht. Weil ansonsten wären wir irgendwo draufgegangen. Zwei Knochenbrüche hat er schon. Machen wir das. Habe ich das ausgemacht? Ich das wüsste, gell? Oh, Hälfte hat er schon runter. Wunderbar. Ach komm, gib ihm den Rest. Sieht's hier aus? Kannst du mal das machen? Nein, das da. Nein, oh, das da. Vorkrempen, jetzt habe ich. So, du machst ja auch nochmal das. Du kannst gar nichts. Ist ja wieder klar. Ach, Frau Grimm. Oh, Gulana ist auch bald down. 15, 16 hat's noch. Uiuiui. Versuch's mal. 31, ja, das riecht mir doch wohin. Komm schon. Machten alle den Fett los. Ja, 2. Na kommt, jetzt macht er mal aber hier, ne, und so. Hallo. Jetzt macht sie das noch hier. Sie hat's entschieden. Mach mal wieder klar. So, und jetzt geht's ja allen noch relativ gut hier. Keiner hat einen Knochenbruch oder sonst sowas. Wunderbar. Das dürfte ja besser als erwartet. Salbenbett, das nehme ich mit. So, wollen wir mal hier ein bisschen durchsuchen, so das Wichtigste mitnehmen. Das gehört leider nicht dazu, auch wenn ich es sehr gerne mitnehmen würde. Ja, sowas habe ich gesucht. Einbeerensäfte, die kann man nämlich immer zur Genüge gebrauchen. Da. Ja, immer her damit. So, wen hat man denn noch nicht? Oh, Krieger, den zum Beispiel. Nein. Okay, dann ist hier noch irgendwo. Den hatte ich gerade. Den hatten wir auch schon. Gut, na, hätten wir alle gehabt. Dann gehen wir mal weiter hier, ne? Und so. Da vorne haben wir nochmal so einen toten Soldaten. Und da oben ging es ja auch irgendwie ab, ne? Weiß ich nicht. Silbertaler, wunderbar. Immer damit. So, wen haben wir denn hier noch? Bogenschütze. Ja, die Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Okay, wo geht's hier lang? Zu der Kiste. Und Fässern. Hey, ich kann wahrscheinlich eh nichts mitnehmen, aber wir können es uns mal reinschauen. Geht das? Das geht. Ja, perfekt. Sonst kann ich immer gebrauchen. Geil, Mann. Krieg ich nochmal Alchemiezeug hinterher geworfen. Das ist echt schön. Sag ich erstmal nichts dagegen. Na gut, das ist jetzt. Aber so viel von da brauche ich wirklich nichts mehr. Weil das Holz nicht, das ist nämlich so schwer. Wir sind, haben sowieso schon hier die Probleme. Oh, ich bin schon zu schwer, verdammt. Ja, vielleicht kannst du noch. Ja, er kann noch gerade so. Wir sind alle am Rande unserer Kräfte. Ja, das 3 Kilo hat sie noch. Und wir müssen das Zeug so dringend wie möglich loswerden. Ups, nein. Ja, weil sonst kriegt man langsam echt Probleme mit dem Tragen. Alter, das war, hatte ich noch nie. Also so schlimm war es echt noch nie. Dass wir zu viel dabei hatten. Das geht ja fast gar nicht. So. Ach, deswegen waren die hier hinten wegen dem Wildschwein. Na, das war natürlich praktisch. Ja, haben wir richtig gemacht. Dadurch waren die abgelenkt und wir haben erstmal die Chance gehabt, ein bisschen aufzuräumen. Oh, cool. Das wusste ich natürlich alles. Ja, so, wo sind wir denn? Jetzt, ach, klar, toll, gleich nochmal welche. Einer, drei. Ja. Mach das mal. Da ist noch einer. Und sollten wir. Achso, von der Treppe kommen dann wahrscheinlich noch einer, ne? So, dann haut du mal und du. Warten wir mal. Ach, na, halt. Da ist noch so ein Kack-Unternführer. Oh nein. Ich mag die überhaupt nicht. Ach, jetzt. Fangen sie auch mal an, was zu tun. Der ist ja, ach, der, doch, der ist tot. Sehr gut. Dann zünde ihn mal an. Du haust ja mal das Ding dran und. Ah ja, den krieg ich mal platt, schätze ich. Das dürfte kein Problem mehr sein hier. Guck mal, der hat nur 75. Komm schon, der von vorhin hat das Dreifach. Und sogar noch ein bisschen mehr. So, guck mal, der geht schon langsam ein hier. 11 hat er noch. Ja, das ist ja wo. Dankeschön. So, hätten wir geschafft hier. Geht doch. Das nehme ich gerne mit. So, jetzt gehen wir hier nochmal durch die Gegend gucken. Kriegspfeile. Ach komm, nehmen wir halt mit. Können wir dann noch der Dings da geben? Die hat ja so ein Stack davon, glaube ich. So. Gut, mal gucken, machen wir. Lederstiefel, alles, was ich mitnehmen kann.
Verflucht. Das ist echt so ärgerlich. Ihr könnt so viel Kohle machen. Ich meine, wir haben ja schon irgendwie genug hier. Guck mal, wenn ich mal so reingucke für 100 Dukaten. Wann soll ich die bitte ausgeben? Wir haben ja letztes Mal schon 200 ausgegeben für jemanden. Naja, das ist eigentlich schon oft genug hier für diese Rüstung. Und wir haben trotzdem noch viel zu viel Kohle. Naja, vielleicht finden wir noch irgendwann eine Situation, wo wir es brauchen. Also darauf gehe ich mal aus. So, das nehme ich mit. Die sieht ziemlich Gewicht aus. Geht noch, sehr gut. So, hier haben wir nochmal ein Kistchen. Nehmen wir einfach alles mal mit. Wie sieht's aus? Geht noch. Wunderbar. So, dann das Ding noch kaputt schlagen. Kaputt schlagen. Ja, das war ja klar. So, okay, dann, so. Achso, wenn sich das heute mal mit Mikro anders anhört als sonst, ich habe meinen verdammten Popschutz da vergessen. Also alles, was ich hier mit TSPPPB und sowas sage, das kommt ein bisschen härter raus als sonst. Ich muss, glaube ich, den Hebel drücken. Ja, ist halt, irgendwie habe ich das auf der Couch liegen lassen oder so beim Abbauen. Passiert halt. Okay, wird schon funktioniert haben. Ja, aber ich denke mal, so einen großen Unterschied macht das dann jetzt auch nicht. Ich habe das ja extra so gemacht, dass ich weit genug weg sitze. Eben damit es nicht so übelmäßig rüberkommt, ja. Also übermäßig, nicht übelmäßig. Ja, und genau. Genau so ist das halt. So. Ja, ne? Holz was. Zerstören. Nein. Brauche ich nicht. Ja, und ich höre mich noch ein bisschen verschlafen an, weil ich gerade noch geschlafen habe. Ich hatte ein Mittagsschläfchen gemacht gehabt. So. Obwohl ich nicht mal Mittag gegessen habe. Ich habe einfach bis um 10 geschlafen, bin dann aufgewacht. Irgendwas habe ich gemacht, ja. Ich habe, glaube ich, One Piece geguckt, genau. Und dann habe ich mich wieder schlafen gelegt. Und dann bin ich wieder jetzt um kurz vor 3 aufgewacht. Und dann habe ich jetzt angefangen. Ja, das ist mein Sonntag. Schlafen, kurz aufstehen, wieder schlafen. Obwohl ich nichts gemacht habe. Ja, das ist halt mein typischer Tagesablauf. Schlafen. Aber hey, muss ja sein, ne? So, wo landen wir denn? Das ist im Burghof. Mhm. Na, da bin ich immer gespannt. So. Na, zeig ich mal her hier. Oh, oh, oh! Das sind ein wenig zu viele Gegner. Aua, der haut da nochmal drauf. Und wer ist das? Das ist wohl dieser Traldar, oder was? Melgora. Oder dein Sohn stirbt. Fiese Bedingung. Du hast gewonnen, Furie. Ich strecke die Waffen. Das ist also Traldar. Und ihr dort hinten, meine Späher, haben mir bereits berichtet, dass ihr das Drachenauge an euch Was? Nein, ich, das ist ja Quatsch. Du brauchst es gar nicht. Tut es nicht. Unsere Familie hat geschworen, das Auge mit dem Leben zu schützen. Niemals darf diese Hexe Gewalt über das Drachenauge bekommen. Ja, was soll ich machen? Dieser Kampf ist verloren. Ja, und dann? Ihr dort geht Melgora, wonach sie dürstet. Wir werden uns das Drachenauge an einem anderen Tag wiederholen. Weise Worte, Traldar. Und jetzt gebt mir das Auge. Nein. Auf keinen Fall. Mein Quest ist es, das Auge des Drachen zu finden und es zu beschützen. Und ich werde es euch ganz sicher nicht überlassen. Ja, eigentlich wäre das ja richtig. Ja, drüber es halt mal. Ihr spielt mit dem Leben anderer Bursche. Aber ganz wie ihr wollt. Ups. Da bin ich jetzt nicht dran schuld, ne? Also ich meine. Wie viele sollen noch für euren Stolz sterben? Ja, ich geb's ja schon. Sofort. Was für eine Ausgeburt an den Höllen seid ihr bloß? Na gut, hier ist das Auge. Ja, gebt mir das Auge des Drachen, oder diesmal stirbt Traldars Bengel wirklich. Alles hat seinen Preis im Leben, merkt euch das. Nein! Gib ihm ein anderes oder so. Was ist das denn? Blutfang. Yeah. Ich habe das Drachenauge, Noldrogon. Der? Wie wirst du ist der nicht uns schon mal begegnet? Ohne mich und meine Oger auskommen? Was? Melgora, du falsche Schlange! Soll das der Dank für meine jahrelange Ergebenheit sein? Tja, man darf halt so einer Frau nicht vertrauen, mein Freund. Noldrogon. An der Spitze steht man allein. Wupp, weg ist er. Noldrogon? Wovon hat dieses Weib gesprochen? Krank. Weg ist er. Ja, danke. Was? Ich wusste es, das war der. Sieht nur anders aus. Nein. Ich will nicht. Verdammt. Auge des Drachen abgegeben. Das ist herzallerliebst. Wir haben es nicht mehr und das